Dann ganz wichtig, dass Sie eigentlich nochmal die Darlehensverträge prüfen, soweit Sie das können. Sage ich Ihnen ganz ehrlich, also was richtig Sittenwidriges darf in den Dingern eigentlich auch nicht drinstehen, tut es auch nicht. Ich habe mal ein Exemplar in den Händen gehabt von der, das ist so eine Drei-Buchstaben-Bank, die den Schweden gehört und früher mal BFG hieß. Das war sensationell. Also sowas habe ich nicht gesehen. Das war ein Darlehensvertrag, ausgedruckt, EDV-mäßig. Und dann gucke ich mir den an und denke so, was haben die denn da gemacht? Da war oben der Zinssatz mit Tippex und handschriftlich mit Kugelschreiber dann der neue Zinssatz. Da war kein Stempel dran, da waren keine Unterschriften dran, nichts. Der Kunde, ich habe den Kunden dann darauf aufmerksam gemacht und gesagt, das ist, ja. Und sagte ihnen dann allerdings auch, wenn das mal, wenn sie mal Ärger kriegen oder vor Gericht müssen, dann lacht sich jeder Richter drüber tot. Also von daher können sie in Ruhe die Darlehensverträge unterschreiben. Ja? Aber das sah aus wie Kraut und Rüben. Ja? Also es ist eigentlich nicht Bank. So, also wichtig da nochmal zu gucken, ob die Daten soweit stimmen. Wie gesagt, je kürzer die Verträge sind, eigentlich umso besser sind sie. Ja, weil das meiste ist sowieso im BGB und was weiß ich noch, wo überall geregelt. Also müssen das nicht 30 Seiten sein. Ja? Es gibt Banken, die haben irrsinnig lange Darlehensverträge. Es gibt Banken, die kommen mit 3, 4 Seiten aus. Ja? So. Kann man sich das wirklich durchlesen und als Normalmensch verstehen und sagen? Ja, das ist ähnlich wie beim Kaufvertrag. Ich meine, wenn man jetzt ehrlich hingeht, Ja. wenn ich nachher mitkriege und sehe, egal ob ich jetzt so einen Bausparvertrag abgeschlossen habe oder nicht, es ist immer so ein Packen Ja. an Bedingungen. Ja. Also, Ich kann, also bei solchen Sachen habe ich es noch nie durchgelesen. nein. Wie gesagt, vom Prinzip her, da darf eigentlich nicht Sittenwidriges drinstehen, tut es auch nicht. So, also ich habe auch immer gesagt, ich habe die Dinge eigentlich auch immer blind unterschrieben, weil ich gesagt habe, ändern kann ich eh nichts. Also die Alternative ist, will ich das Geld oder will ich es nicht? Ja, also da ist vielleicht nicht sonderlich motivativ, aber letzten Endes, die Bank sitzt irgendwo immer am längeren Hebel. So. Also Prüfung der Verträge schon, da können sich auch mal Fehler einschleichen. Das habe ich auch schon ein, zwei Mal gehabt, da war einfach ein Zahlendreher drin und ähnliches. Wenn es dann unterschrieben ist, ist es blöd. Na, da können Sie auch nicht sagen, habe ich nicht gewusst. Ja, gut, Sie haben 14 Tage Rücktrittsrecht, also Sie hätten dann theoretisch nochmal 14 Tage Zeit, die Darlehensverträge nochmal genau durchzugehen. So, dann werden die unterschrieben, ab dann mit Unterschrift laufen diese 14 Tage. Und die meisten Banken akzeptieren mittlerweile so einen Fax-Rücktritt oder sogar per Mail. Ja, wobei, muss ich ganz ehrlich sagen, ist noch nie, auf einmal ist es vorgekommen. Genau. So, das, was ich in der Regel mache, ich mache nochmal ein kleines Beratungsprotokoll, damit es eben keine Missverständnisse geben kann. Und irgendjemand sagt, das habe ich aber so nicht gewusst. Dann mache ich meistens nochmal eine kleine Umfrage, ob Sie zufrieden waren. Dann gibt es meistens ein Empfehlungsschreiben. Das passiert Ihnen beim Banker selten.